Im letzten Video durftet ihr die Flop 10 dieses Jahres sehen. Nun die Top 10 dieses Jahres. Ist nicht viel Erklärungsbedarf im Vornherein, da ihr hoffentlich das letzte Video schon geguckt habt. Eine Top 10 ist auch bekannt, was das ist. Wir beginnen mit Top 10 und steigern uns hoch zu Top 1. Und ja, am Ende dieses Videos haben wir das schönste und beste Erlebnis dieses Jahres auf Zwergenfürst EP. Legen wir los mit Platz 10. Platz 10 in diesem Jahr war für mich die Dwarf News. Ein wunderschönes Format, in dem ich fast monatlich, für euch alle News zusammengefasst habe, die so auf Zwergenfürst LP so anfallen. So, und damit herzlich willkommen. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardim, zu einem neuen Dwarf News aus dem November. Ja. Heute soll es wieder um ein paar kleinere Themen gehen. Welche Projekte sind neu? Was kommt in diesem Monat? Was fällt weg? Was hat sich geändert? Was ist neu? Eine wunderschöne Plattform. Mario Kart 7 habe ich dafür genutzt, um während eines Rennens immer die Nachrichten, die News von Zwergenfürst LP rüberzubringen. Ja, ganz einfach ein wunderschönes Intro, eine wunderschöne Art und Weise, die Nachrichten rüberzubringen. Nein, übrigens, das habe ich mir nicht von einem berühmten YouTuber, dessen Name hier nicht genannt wird, abgeguckt. Darauf bin ich selbst gekommen. Die Videos dieses berühmten YouTubers kannte ich erst im Nachhinein, nachdem das entwickelt wurde. Zufall. Ein glücklicher Zufall. Platz 9. Kommen wir zu Platz 9. Platz 9 ist für mich 2016 der Akinator. Spielt deine Figur Minecraft? Ich denke mal nein, wahrscheinlich nicht. Ist dein Figur Let's Player? Ja, teilweise. Ja, hat einen Zweitaccount. Ja, nicht direkt. Macht den Figur Videos auf Englisch? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, es ist ziemlich Mainstream, den Akinator zu spielen. Es ist zwar noch 2014 und 2015 eher Mainstream, aber 2014, 2015 auf YouTube gab es für mich nicht. Dieses ist mein erstes Jahr auf YouTube, daher. Ich habe einen Trend für mich entdeckt, den andere YouTuber schon viel früher für sich entdeckt haben. Ebenfalls auch nicht abgeguckt von einem berühmten YouTuber. Naja, komm. Was ist schon nicht mehr abgeguckt in dieser YouTube-Welt? Das ist, soll ich dir sagen, weil du einen Vlog machst über dein Leben, dass du das von denen abgeguckt hast? Na komm, das ist, kann man ja alles machen. Und mir hat's dieses Jahr sehr gefallen, die paar Parts, die ich im Akinator gemacht habe, haben mir ehrlich gesagt großen Spaß bereitet.
Ich hatte sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß beim Akinator mit dem Zwergfürst. Es sind ganz lustige Sachen dabei rausgekommen. Sync3x YouTuber. Nein, den wollte ich nicht suchen. GTA YouTuber. Hutti Dutti Man. Ach, jetzt habe ich ja geklickt. Wahrscheinlich werde ich es nächstes Jahr auch noch fortführen, wenn ich es hinbekomme. Nummer 8. Platz 8. Bei mir Tomodachi Life. Eine wunderschöne Let's Play-Reihe. Ach, tut mir leid, Robert Hoffmann. Na, errät irgendjemand die Geheimzutat meiner selbstgemachten Barbecue-Soße? Lasagne ist die richtige Antwort. Lasagne und Tomaten, das passt. Macht Sinn. Ich sagte wunderschön heute zu oft. Ich werde es auch noch öfters sagen. Die auch von Aufrufen wahrscheinlich beliebteste Let's Play-Reihe. Domtendo, die Flirtgranate, so hieß das Video, was auf meinem Kanal das beinahe meistgeklickste Video mit fast 300 Aufrufen aktuell ist. Am 17.05. hochgeladen, bis dato 300, irgendwann 292 oder sowas hat es aktuell. Die Böhmermann-Affäre wurde auf Coffee Bay, so heißt meine Insel auf Tomodachi Life, was im nächsten Jahr wahrscheinlich weitergeführt wird. Es wird vermutlich noch im übernächsten Jahr weitergeführt werden, weil Tomodachi Life ist einfach so eine, das wird viele Parts in Anspruch nehmen und solange es mir Spaß macht und solange es euch Spaß macht. Ja. Die Böhmermann-Affäre, wie schon gesagt wurde, aufgearbeitet von mir. Da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, da habe ich ein bisschen mit erzählt. Donald Trump, das Thema wurde auch besprochen. Ja, und da ist jemand hereingekommen, den ich am liebsten gleich wieder von der Insel löschen würde. Aber ein bisschen muss man auch auf die Geschehnisse der vergangenen Tage eingehen. Ja. Auch auf Coffee Bay, Donald Trump zog auch auf Coffee Bay ein, zusammen mit erste Silvesterknaller. Hört ihr gerade nicht, oder? Ihr hört es wahrscheinlich nicht, mein Kameramikro ist nicht so gut. Ganz viele berühmte Leute sind Donald Trump mit Präsident Obama, den ich übrigens lieber mag, den Obama. Nicht, dass der Eindruck erscheint, dass ich traue mich eigentlich gar nicht mehr, diese Handycase zu tragen, zu benutzen. Aber ja, ist kein Donald Trump-Zeichen, ist ein Amerika-Zeichen. Ja, kommen wir zu Platz 7. Platz 7. Wird immer schöner. Es geht immer weiter auf der Himmelsleiter und es wird immer besser und immer schöner. Platz 7. New Super Mario Bros. Für die Wii. Das erste Let's Play, was ich nicht auf dem 3DS gespielt, sondern auf der Wii-Konsole gespielt habe. Wäre gerne Todfresser, aber ja, das geht im Einzelmodus, glaube ich, nicht. Mal sehen, ob das heute klappt mit dem Spielen hier auf der Wii. Dann mache ich das vielleicht diese Woche mal öfters. Na gut, es ist ein bisschen vom Ton her hallend, da ich es in einem anderen Raum aufgenommen habe. Nicht in diesem kleinen Kabuff hier, wo ich gerade drin sitze, sondern in unserem Wohnzimmer, das ein bisschen geräumiger ist. Aber
Das war das erste Mario-Spiel, Super Mario-Spiel, das ich auf dem Kanal gespielt habe. Hat mir so dermaßen Spaß gemacht, dass ich nächstes Jahr bestimmt noch ein anderes Mario Kart Spiel, mindestens ein Mario Spiel spielen werde. Ja, Nummer 6. Ich gehe ziemlich schnell, ihr merkt schon. Platz 6. Durch Nummer 6 ist Pokémon Sonne. Ja. Sü, nächste Herausforderung, nächster Kampf. Wieder zwei Pokémon, aber diesmal kein Doppelkampf. Jochlef, oh Gottchen, ist der süß. Ihr fragt euch, warum, was war wie Pokémon Sonne auf Platz 6? Was ist dann Nummer 5, 4, 3 und 2 und 1? Ja, das wird eine Überraschung. Das wird richtig nice. Etwas, was ihr gar nicht mehr in Erinnerung habt. Ja, Pokémon Sonne habe ich das erste Let's Play, das ich seit dem Release gespielt habe. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vernachlässigt durch den Adventskalender und durch die gegebenen Umstände. Ein bisschen vernachlässigt durch die gegebenen Umstände dieses Jahr, im letzten Monat. Und ja, es wird weitergeführt. Keine Panik. Ein wunderschönes Let's Play, brauche ich glaube ich gar nicht viel dazu zu sagen, brauche ich gar nicht viel erklären. Ein Spiel, was gerade im Mainstream ist und richtig im Trend ist und viel gespielt wird. Ich bin dabei, ich spiele es auch. Platz Nummer 5. Platz 5. Es geht um ein bestimmtes Video, das sich da nennt Passanten über YouTube Stars. Das sieht aus, als würde was von Party machen verstehen. Ja, also wollen Sie gerne auf eine Party gehen mit dem und mal ein bisschen abfeiern? Ja. Passanten City Relog Umfrage Video. Die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen Bescheid, was gemeint ist. Mein erstes und bisher auch letztes City Relog. Ja, ich habe es zweimal probiert, einen weiteren City Relog aufzunehmen. Es ist mir nicht gelungen. Es ist auch schwer in Magdeburg Leute auf offener Straße anzusprechen. Deshalb war das für mich Platz 5. Ich bin auf die Straße gegangen, in die Innenstadt in Magdeburg und habe Passanten über YouTube-Stars befragt. Schaut selbst in das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wundervolles Video. Hat mir sehr viel Spaß bei der Umsetzung gemacht. Hat sehr lange gedauert. War ein richtig aufwendiges Ding. Ich habe da, glaube ich, einen Tag in der Stadt verbracht. Aber es war großartig einfach, das dann auch umzusetzen und das dann fertig zu sehen. Eines der aufwendigsten Videos auf meinem Kanal, aber meine Güte, wenn sich was gelohnt hat, dann das. Habe ich die noch irgendwo, vielleicht finde ich die sogar noch hier im. Da bin ich auf die Straßen gegangen und habe den Leuten diese Gesichter hier gezeigt und habe dann gefragt, wisst ihr, wer das ist? Habt ihr den schon mal gesehen? Was könnte der denn so machen? Was könnte der für einen Beruf haben? Also ich kenne ihn vom Sehen her und er sieht sehr sympathisch aus. Ja. Also Minecraft oder sowas. Minecraft, ja, das ist. Das ist die Trefferquote. Da kamen ganz lustige
Fragen, vor allem bei dem. Da kamen ganz lustige Antworten bei raus. Was könnten die für Berufe machen? Ja, dann würden sie mit dem gern befreundet sein. Richtig nice. Und ja, unbedingt sehenswert. War eine richtig lustige Sache. Richtig lustige Sache mit den Leuten. Würde ich gern wieder machen. War bisher noch nicht möglich. Vielleicht mit den Sachen. Mal sehen, was nächstes Jahr so kommt. Nummer 4. Wir hatten es schon in der Flop 10. Platz 4. Pokémon Y. Mein erstes Let's Play. Ja. Glückwunsch zum Eintritt in die Ruhmeshalle. Glückwunsch Christoph Level 66. Glückwunsch Lucario Level 61. Glückwunsch Justine Level 56. Glückwunsch Jason Level 45. Und Glückwunsch Welte Level 61. Und Glückwunsch Let's Play Markus Level 50, der du uns seit dem ersten Part begleitest. Na, seit dem ersten nicht, aber seit dem zweiten. Glückwunsch, du bist der Champ der Pokémon-Liga. Das ist dein Pokémon-Team, was dich bis zum Ende begleitet hat, was dich ruhmreich durch die Top 4, durch die Pokémon-Liga und durch den Kampf gegen den Champ geführt hat. Natürlich kommt auch das mit in die Top 10 mit rein. Mein erstes Let's Play. Ihr habt schon in der Flop 10 gehört. Die ersten Videos waren ein bisschen miserabel und ein bisschen, ja, noch in den Anfangsschwierigkeiten. Aber es hat sich fortentwickelt und man sieht an dieser Reihe, an keiner anderen Let's Play-Reihe kann man es so gut sehen, wie ich mich auf meinem Kanal fortentwickelt habe. Ja, vom Februar bis Ende November ging diese Let's Play-Reihe wöchentlich. Ja, ich werde wohl irgendwann mal darüber nachdenken, mal ein bisschen regelmäßiger hochzuladen, also 3 Videos pro Tag oder sowas, dann hat man so ein Let's Play auch schneller abgearbeitet. Anwärter auf den Top 10. Auf den 4. Platz in der Top 10. Ohne Zweifel. Jetzt sind wir schon bei der Top 3 angekommen. Platz 3. Wunderbar. Top 3, was könnte schöner sein als die Top 3 auf Zwergenfürst LP? Die Top 3 auf Gronkh? Komm. Ja. Top 3, sehen Sie nach der Werbung. Ah, Hogwarts? Ich sehe schon. Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Die weltweit beste Auswahl an Nerd- und Fanartikeln. Elbenwald.de. Fantastisch einkaufen. Ja, und da sind wir wieder aus der Werbung. Ja. Wer bin ich? YouTuber-Challenge mit Christoph. Und die Nicht-Lachen-Challenge mit Christoph. Das ist für mich meine Top 3 auf YouTube dieses Jahr. Relativ früh, ich glaube im Sommer. Ja, es war eindeutig Sommer. Wie verschwitzt wir aussahen. Wie verschwitzt ich aussah. Also, Christoph sah nicht so verschwitzt aus. Mag ich Pokémon? Ja. Ich bin Lenny Figate. Ja, ist so. Lenny Figate.
Ja, warte. So, jetzt muss Christoph noch. Okay. Okay, das wird schwierig. Mache ich Minecraft Let's Plays? Oder Minecraft Videos? Ja. Bin ich Dena? Nein. Okay. Es war noch 30, 35 Grad. Dieser Sommer war heiß. Der Sommer 2016 war richtig scheiße heiß. Kann ich euch sagen. Der Winter auch, aber der Sommer erst recht. Ja, für alle, die es nicht kennen, verlinkt in der Infobox die Challenges mit Christophs. Christoph war einfach phänomenal und dem Platz 3 wohl sehr gerecht. Ihr fragt euch, was kommt jetzt auf Platz 2? Es waren doch schon so geile Sachen hier auf dem Kanal. Es waren schon so geile Sachen mit drunter. Was soll jetzt noch kommen? Das kann ich euch verraten. Platz Nummer 2 ist die Sommertour 2016 vom 27.06. bis zum 16.07. Gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und England, Dream und guten Tag, Berlin. Ja, ich werde jetzt hier mich zum Brandenburger Tor vorschlagen und ja, sehen wir uns gleich. Auf geht's in die ungefähre Richtung dort. Ja, man sieht. Von Magdeburg bis Berlin bin ich getourt und habe am 27.06. war ich in Magdeburg und am 16.07. in Berlin. Dazwischen habe ich in regelmäßigen Abständen Städte besucht, wie Wolfsburg. Hier hängen sie alle an der Wand, könnt ihr gerade nicht sehen. Aber Magdeburg, Wolfsburg, Sangerhausen, Lutherstadt, Wittenberg, Thale, Halle und Berlin habe ich besucht. Vielleicht blende ich es gleich mal ein, kann ich mal ein Foto machen und dann. Vielleicht habe ich schon eingeblendet. So, das war Nummer 2. Bundestag. Aussage ist mir nichts ab. Kanzleramt. Einfach wunderschön. Im Sommer einfach mal in den Ferien. Ich hatte Sommerferien und bin dann. Hab mir das Schülerferien-Ticket gekauft. Kein Produktplacement. Von mir doch nicht. Und bin da durchs Land Sachsen-Anhalt gereist. Nummer 2 war das gerade. Da kommt jetzt die Nummer 1, das Beste in diesem Jahr. Der Höhepunkt dieses Jahres. Was kann der Höhepunkt dieses Jahres besser sein als der wundervolle Adventskalender 2016? Grüßt zum Zwergis Dachstube. 24 Adventskalender-Türchen, jeden Tag ein wunderschönes neues Projekt. Das ist bisher so auf meinem Zwergenfürst-Kanal noch nicht gab. Wirklich vom 1.12. bis zum 24.12. wundervolle Türchen, komplett neue Sachen. Das hier ist direkt für den Tag eine Anmoderation, ne? Ich hab's jetzt schon gestartet. Ja, ich sag keinem Bescheid, das ist ja da so. Einfach weg. Warte mal, ich muss ein bisschen tiefer, oder? Kann ich mal schon mal sagen. Warte. Kannst du dich auch einfach hinsetzen, ist jetzt schon, ich bleib erstmal hinten und komme da ein Stück vor. Läuft jetzt schon 11 Minuten, das ist, machst du wie du willst. Ich kann dann sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem neuen Adventskalender-Relog. Haben mich selbst überrascht, es war eine Heidenarbeit. Wirklich jeden Tag was hochzuladen. Das war eine große, große, große Anstrengung. Aber wenn, ich wiederhole mich, wenn sich das nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht, wofür sich etwas lohnt. Den über die Brücke, ach, habe ich mich erschreckt. Wisst ihr, deshalb versaue ich das immer. Schaut euch mal, nehmt euch mal die Zeit und schaut euch den Adventskalender an, falls ihr das noch nicht getan habt im Dezember.
Die Türchen sind großartig. Ich kann dir ein bisschen was verraten. Unter anderem hatte ich zwei Gäste bei mir. Das war die Sarah, meine Schwester, und der Klaus, mein Onkel. Zeichen, Dingens, Video, los geht's. Mit denen haben wir was richtig Schönes gemacht und ja, ich spoiler nicht, wenn ich was verrate. Es ist schon passiert, man kann nur spoilern, man kann nur etwas Zukünftiges spoilern, also ja. Hier habe ich ja als Kulisse aufgestellt, 19. Dezember, guck nach, was am 19. Dezember war. Und deshalb steht das hier. Hier, die. Das ist eigentlich Top 1. Das ist eigentlich jetzt Top 1,0 sozusagen. Top 0,5 oder so ähnlich. Der Adventskranz 2016 auf Zwergenquest LP. Das war ein Scherz. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Am 1. Dezember, ich dachte mir nichts Böses, hatte mir hier 4 Kerzen zugelegt. In solchen kleinen, anfangs eigentlich solchen kleinen, haben ja da nicht gepasst, dann habe ich mir neue besorgt. Hier stehen sie hinten. Ja, und hatte dann einfach als Symbol, ich hatte mir nichts Böses bei gedacht, habe mir als symbolische Geste mal eine Kerze angezündet. Und Moment, ich habe da einfach eine Kerze angezündet. Zack. Und habe auf das Kerze anzünden dann innerhalb von 24 Stunden, man glaubt es kaum, 3,2.000 Aufrufe, bevor hier noch was anbrennt, bekommen. Totaler Wahnsinn. Ich habe es vorhin eben ganz gerade genannt, auf meinem besten Let's Play habe ich bis dato 300 Aufrufe. Ich konnte es nicht fassen, wie schnell das war. Ich habe das hochgeladen und das hatte schon 200, 300 Aufrufe. Das verbreitete sich wie Lauf. Vorher ja kein gutes Wortspiel. Dann war es das auch mit meinem Jahresrückblick 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid im vorletzten Video mit dabei. Um 23 Uhr 30, jetzt ist es 22.30 Uhr, also in einer Stunde, gibt es für euch noch einen Jahresvorblick. Das war jetzt ein Jahresrückblick, jetzt kommt ein Jahresvorblick, also eine Planung fürs nächste Jahr, in dem ich euch verrate, was ich so nächstes Jahr vorhabe, was nächstes Jahr anliegt, wie es mit meinem Kanal nächstes Jahr weitergeht. Würde ich euch sehr empfehlen. Viel Spaß noch damit, falls ihr da noch dabei seid. Auf jeden Fall ist hier noch irgendein Video verlinkt, ob es das nächste ist oder ob es ein altes ist. Ist bestimmt ein richtig geiles Video hier. Ich bestimme das jetzt mal. Das ist jetzt hier eingeblendet. Ich werde mich bestimmt dafür hassen nachher, aber das ist jetzt hier eingeblendet. Und ja, würde mal sagen, gehabt euch wohl. Ein frohes Neues für die, die jetzt nicht mehr im nächsten Video mit dabei sind. Haut rein. Bis dann.